Herzlich willkommen zum digitalen Infotag der Hilde-Domin-Schule. Mein Name ist Lea Weber. Ich bin Abteilungsleiterin der Abteilung Sozialpädagogik hier an der Schule. Ich freue mich wirklich sehr, dass Sie sich dazu entschieden haben, heute diesen Vortrag anzuhören und dass Sie Interesse haben, an der Hilde-Domin-Schule Ihre Ausbildung zum Erzieher bzw. zur Erzieherin zu machen. Genauere Informationen über die Ausbildung wird Ihnen jetzt Frau Deisjent vorstellen. Frau Deisjent ist bei uns Lehrerin in der Abteilung Sozialpädagogik. Im Anschluss an den Vortrag haben Sie die Möglichkeit, Ihre Fragen im Live-Chat zu stellen und wir werden diese dann beantworten. Ich wünsche Ihnen einen informativen Vortrag. So, hallo, ich begrüße Sie ganz herzlich zur Infoveranstaltung für die Erzieherinnenausbildung an der Hilde-Domin-Schule. Mein Name ist Andrea Deisjent, ich bin Lehrerin hier an der Schule, vor allem in der praxisintegrierten Ausbildung. Ja, Erzieherinnen werden in Baden-Württemberg an Fachschulen ausgebildet, Fachschulen für Sozialpädagogik, die eben auch Berufskollegs genannt werden. Und die Hilde-Domin-Schule ist eben ein Berufskolleg. Um Erzieherin zu werden, müssen Sie zunächst das einjährige Berufskolleg durchlaufen. Das können Sie machen auf der Basis eines mittleren Bildungsabschlusses. Wenn Sie einen höheren Bildungsabschluss haben, dann brauchen Sie kein einjähriges Berufskolleg. Da reicht ein sechswöchiges Praktikum. Das einjährige Berufskolleg dient zur Einführung in den sozialpädagogischen Arbeitsbereich. Und Sie können sich da über ein zentrales Bewerberverfahren BEWO online anmelden. Die Daten finden Sie dazu auf unserer Homepage. Im einjährigen Berufskolleg haben Sie sozialpädagogische Praxis, also im Kindergarten oder in der Kita, einen Tag pro Woche plus zwei längere Praxisblöcke. Außerdem werden Sie auch besucht von den Praxislehrerinnen, die Ihnen einfach Rückmeldung zur Arbeit mit den Kindern geben. Ich gebe Ihnen jetzt mal einen Überblick über Fächer und Handlungsfelder im einjährigen Berufskolleg. Also Sie sehen, diese klassischen Fächer, die kennen Sie ja schon aus Ihrer schulischen Ausbildung. Und es kommen jetzt eben noch sogenannte Handlungsfelder hinzu, plus die sozialpädagogische Praxis. Ja, was wird Ihnen alles an Theorie angeboten im einjährigen Berufskolleg? Sie sehen hier oben, das sind solche Abkürzungen, die wir verwenden. Das ist ein bisschen komplizierter. Sie haben also Theorie in zum Beispiel Wahrnehmung, Beobachtung, über pädagogische Grundhaltungen. Im einjährigen Berufskolleg geht es aber auch vor allem um Auseinandersetzung mit, was ist eigentlich Erziehung und was sind Anforderungen an die Erzieher- und Erzieherinnenrolle. Ja? Ein weiteres wichtiges Thema ist auch Kommunikation, auch sehr spannend. Es gibt auch praktische Fächer, die Sie jetzt auch schon kennen, wie Kunstwerken, Musik, Rhythmik und Bewegung. Da geht es natürlich immer darum, was können Sie an Angeboten für Kinder durchführen und was müssen Sie dabei beachten. Ja, angenommen, Sie haben es jetzt geschafft, Sie haben mittleren Bildungsabschluss, einjähriges Berufskolleg geschafft. Wie geht es dann weiter? Also dann haben Sie zwei Möglichkeiten. Es gibt das sogenannte klassische Modell der Ausbildung und die praxisintegrierte Ausbildung. Das sind diese zwei Modelle, einmal zwei Jahre, einmal drei Jahre. Ich erläutere jetzt im Folgenden einfach die Unterschiede. Ich gehe jetzt erstmal auf das klassische Modell ein. Also klassisches Modell ist Voraussetzung mittlerer Bildungsabschluss, Berufskolleg
oder höherer Bildungsabschluss oder die Ausbildung zur Kinderpflegerin. Dann machen Sie 2 Jahre die Ausbildung und haben noch 1 Jahr Berufspraktikum. Und am Ende sind Sie staatlich anerkannte Erzieherin oder Erzieher. Sie haben jedes Schuljahr 7 Wochen Praxis und Sie können auch noch die Fachhochschulreife zusätzlich erwerben. Die Fachhochschulreife können Sie nur in der Zobe KSP erwerben. Da haben Sie 3 Stunden Mathematik, dann zusätzlichen Unterricht und haben dann am Ende die Prüfung in Mathematik, Deutsch und Englisch. Die praxisintegrierte Ausbildung, die geht über 3 Jahre. Die Voraussetzungen sind genau dieselben wie bei der klassischen Ausbildung. Sie müssen auch, wenn Sie nur einen mittleren Bildungsabschluss haben, das 1-jährige Berufskolleg absolvieren. Und dann haben Sie 3 Jahre Unterricht plus 2 Tage. Das heißt, Sie sind jede Woche 2 Tage pro Woche in der Praxis und auch während der Schulferien. Also das ist so der große Unterschied zur klassischen Ausbildung. Sie haben also nur die 30 Tage Urlaubszeit. Und bei uns findet kein Zusatzunterricht zum Erwerb der Fachhochschulreife statt, weil es eben schon so eine starke zeitliche Belastung ist durch die Arbeit in den Ferien, ist es einfach zu viel. Ja, wie sieht es aus mit der Ausbildungsvergütung? Also im klassischen Modell bekommen Sie keine während der Ausbildung, während der 2 Jahre Fachschule. Aber Sie können Meister-BAföG beantragen und Sie erhalten erst im Berufspraktikum ca. 1600 Euro brutto. In der PIA erhalten Sie durchgängig in jedem Ausbildungsjahr 1100 bis 1300 Euro Ausbildungsvergütung. Die Unterrichtsfächer und Handlungsfelder sind in beiden Ausbildungen gleich. Ja? Also da sehen Sie einen Überblick über diese Handlungsfelder plus die Fächer, und auf die möchte ich jetzt so kurz noch eingehen. Also es gibt sozialpädagogische Theorie in Erziehung, Betreuung gestalten und berufliches Handeln fundieren. Also da geht es vor allem darum, wie sieht professionelle Erziehung aus, wie kann ich Bildungssituationen planen. Es gibt auch das Thema Medienpädagogik, Gruppenpädagogik, also das sind sehr interessante, spannende Fächer oder Handlungsfelder und also wirklich mit interessanten Themen. Es gibt dann Bildung und Erziehung fördern 1, da ist zum Beispiel das Thema Sprache und Spiel ein wichtiges Thema oder auch Naturpädagogik, also da haben wir das Thema Acker oder Gärtnern und was hier ein großer Schwerpunkt an der Hilde-Domin-Schule ist. Dann gibt es noch weitere Theorie-Handlungsfelder. Da befassen sich zum Beispiel mit Kinderarmut oder mit Kindern und Eltern aus anderen Kulturen oder Elternarbeit. Ja. Praktische Bereiche gibt es ebenfalls, wie im 1-jährigen Berufskolleg. Und da ist eben das Ziel, einfach Techniken in diesen Bereichen auszuprobieren und dann einen eigenen Zugang dazu finden und Möglichkeiten der Arbeit mit Kindern kennenzulernen. Darüber hinaus gibt es auch noch Wahlpflichtfächer. Hier haben Sie verschiedene Beispiele, also zum Beispiel Waldpädagogik oder Theaterpädagogik, je nachdem, was im jeweiligen Schuljahr einfach auch angeboten wird. Zu unseren Unterrichtsmethoden. Also es geht ja hier um den Erwerb beruflicher Handlungskompetenz und deswegen ist uns ein an der beruflichen Praxis orientierter Unterricht sehr, sehr wichtig. Also da arbeiten wir zum Beispiel mit Fallbeispielen, Handlungssituationen aus der beruflichen Praxis. Wir holen uns auch manchmal Referentinnen und Referenten ein. Und es ist so, dass natürlich ein umfangreiches Theoriewissen für die
Arbeit mit Kindern notwendig ist. Und da, das wird zum Beispiel auch in Form von PowerPoint-Vorträgen vermittelt, dass sie dann aber in Eigenarbeit vertiefen müssen und können. Ja. Wir haben auch noch Exkursionen, hier zum Beispiel in der Kita, wo es ums Thema Raumgestaltung geht, wo man das anschauen konnte. Also schauen wir uns nach interessanten Einrichtungen. Und wir haben auch Projekte, wo wir immer wieder auch mit Kitas zum Beispiel bestimmte Themen auch bearbeiten. Hier das Thema Mathematik mit Kindern haben wir mit einer Nachbarkita bearbeitet oder naturwissenschaftliche Themen. Und das ist wirklich auch immer sehr spannend, weil die Schülerinnen und Schüler einfach ausprobieren können, was sie da in der Theorie gelernt haben und gleich in der Praxis auch anwenden können. Hier sehen Sie ein Bild der Namensgeberin unserer Schule, Hilde Domin. Und an ihr haben wir auch unser Leitbild ausgerichtet. Und da möchte ich Ihnen jetzt mal erläutern, was es für uns heißt, weil diese Wertschätzung und Empathie, die muss man ja einfach auch in der Praxis zeigen. Und das zeigt sich bei uns zum Beispiel darin, dass wir regelmäßig Entwicklungsgespräche mit unseren Auszubildenden führen. Es geht uns um ein positives Klassenklima. Jeder und jede soll sich wohlfühlen. Also machen wir auch immer runde Tische. Und wir reflektieren und evaluieren auch uns und unsere Arbeit kontinuierlich. Also Schülerinnen können uns auch immer Feedback geben und das versuchen wir natürlich auch umzusetzen. Praktika, also da gibt es in der klassischen Ausbildung Blockpraktika, also zum Beispiel in der Kinderkrippe und Schulkind- und Jugendbereich. Also sie arbeiten nicht nur im Kindergarten oder in der Kita. Im Oberkurs können Sie statt des Schulkindpraktikums auch ein Praktikum in Spanien machen, also in Palma de Mallorca. Da haben wir eine Partnerschaft angebahnt. Und in der praxisorientierten Ausbildung ist es aber anders. Da sind Sie nämlich über 3 Jahre einer Stammeinrichtung zugeordnet und haben dann nur sogenannte Fremdpraktika und es ist aber keine duale Ausbildung, sondern die Schule trägt immer die Gesamtverantwortung über die gesamte Ausbildung. Und in der praxisintegrierten Ausbildung, wir sagen auch immer PIA dazu abgekürzt, müssen Sie dann 2 Fremdpraktika absolvieren, dass Sie alle Altersstufen auch abdecken, zum Beispiel in der Krippe oder und im Schulkind-Jugendlichen-Bereich. Zu Beginn der Ausbildung haben wir immer Einführungstage. Also da geht es immer darum, dass wir uns kennenlernen, dass sie eingeführt werden in die Ausbildung. Und da gibt es eben verschiedene Formen. Wir sind manchmal auf Selbstversorgerhäusern oder Höfen und lernen uns da eben intensiv kennen. Es gibt auch Klassenfahrten, also entweder Studienfahrten, wo wir Einrichtungen besichtigen oder Studienfahrten mit erlebnispädagogischem Programm. Und also das ist einmal in der Ausbildung vorgesehen. Hier ist so ein Beispiel aus dem Skulpturenpark für Kinderrechte in Nürnberg. Da hat eine Klasse mal eine Studienfahrt hingemacht. Oder Erlebnispädagogik. Ja, wenn Sie jetzt diese Ausbildung absolviert haben, also in der einen oder anderen Form, stehen am Ende schriftliche und mündliche Prüfungen. Und es ist so, Sie müssen auch eine Facharbeit anfertigen. Und im Berufspraktikum steht dann noch eine schriftliche Arbeit, die Sie dann aus der Praxis heraus erstellen müssen und noch ein Kolloquium absolvieren. Kosten der Ausbildung, also ein wichtiger Punkt. Also grundsätzlich besteht Schulgeldfreiheit an einer öffentlichen Schule. Es ist pro Schuljahr mit circa
höchstens 250 Euro zu rechnen, zum Beispiel für Exkursionen oder zusätzliche Fahrten, was eben geplant ist. Aber insgesamt zahlen sie nichts für die Ausbildung. Ja, was sind unsere Erwartungen jetzt an Auszubildende? Also natürlich Freude und Interesse, sich auf Menschen einlassen, offen sein. Auch die Motivation, sich, muss man schon sagen, sehr anspruchsvolles Theoriewissen zu erarbeiten. Und aber auch die Bereitschaft, die eigene Persönlichkeit weiterzuentwickeln. Das sind sehr wichtige Aspekte. Hier nochmal ein kleiner Überblick, wo sind nochmal diese beiden Modelle gegenübergestellt sind. Und dann vielleicht noch zum Schluss die Frage, was verdient denn eigentlich eine Erzieherin oder ein Erzieher? Also es ist am Ende, sind es circa 2.792 Euro, das ist jetzt der Stand vom April 2019, wenn Sie im öffentlichen Dienst sind, bei kirchlichen oder privaten Trägern ist es meistens so, dass Sie sich an diesem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst auch orientieren. Wenn Sie andere Tätigkeiten ausüben oder Leitung sind, ist es natürlich entsprechend mehr. So, was schätzen denn jetzt unsere Auszubildenden an der Hildedomin-Schule? Sie sehen schon auf den Bildern, es ist einmal diese wirklich sehr schöne Lage im Grünen. Wir haben auch sehr schöne, helle, freundliche Räumlichkeiten. Es ist eine kleinere Schule, also es ist kein großes Schulzentrum, wie es sonst oft in beruflichen Schulen ist. Beim Unterricht, wir versuchen wirklich sehr aktuell sein, bei den Themen, die wir auswählen, und dass wir wirklich einen informativen, gut strukturierten Unterricht haben, der auch sehr praxisorientiert ist. Hier sind einfach mal so ein paar Zitate von Auszubildenden, also es sind Originalzitate, die wir aus Rückmeldungen erhalten haben. Ja, die können Sie sich einfach mal durchlesen. Ja, wie Sie der Folie entnehmen können, ist natürlich Erzieherin, Erzieher sein kein voll lockerer Job, sondern es ist eine sehr vielseitige, vielschichtige Aufgabe, die einiges abverlangt von Ihnen als Person. Aber es ist schon so, dass die meisten Schülerinnen, Auszubildenden also sehr positiv gestimmt sind und positiv motiviert sind, wenn sie die Ausbildung absolviert haben. Ich habe hier auch ein paar Zitate, möchte jetzt mal eins herausnehmen. Als Erzieherin hat man jeden Tag ein bisschen das Gefühl, etwas Gutes zu tun. Es ist ein unheimlich gutes Gefühl, wenn Kinder morgens reinkommen und einen freudig begrüßen und gerne da bleiben. Ja? Oder insgesamt die Arbeit mit den Menschen, im Team arbeiten, das empfinden viele als sehr positiv. Und darüber hinaus die Vielseitigkeit, also dass man da wirklich, es einem nie langweilig wird, weil man ja mit Menschen zu tun hat und dass es natürlich auch vielseitige Arbeitsfelder gibt. Es gibt nicht nur die Kita und den Kindergarten. Es gibt verschiedene Ausrichtungen, zum Beispiel Waldkindergarten. Ich kann aber auch mit Schulkindern arbeiten, mit Jugendlichen. Und ich denke, da kann jede seine Interessen und Stärken eben einbringen. Und was man sagen muss, es ist ein Beruf mit Zukunft. Heute heißt es systemrelevant. Den Beruf wird es immer geben. Erzieherinnen sind Mangelware, das haben Sie alle wahrscheinlich schon mitbekommen. Fast jeder bekommt eine Stelle als Erzieherin auf dem Arbeitsmarkt. Und also insofern ist es, spricht viel für diesen Beruf. So, ich bin jetzt am Ende meiner Ausführungen. Ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit.
Falls Sie noch Fragen haben, können Sie im anschließenden Live-Chat Ihre Fragen einbringen. Frau Kuschnitzki wird sie beantworten. Sie können aber auch an unsere Fachabteilungsleiterin Frau Weber Ihre Fragen schriftlich per E-Mail oder per Telefon stellen, falls da noch was unklar ist. Vielen Dank. Auf Wiedersehen. So, nein. So, herzlich willkommen zu unserem Live-Chat. Mein Name kennen Sie ja schon, mein Name ist Lea Weber, ich bin die Abteilungsleiterin der Abteilung Sozialpädagogik an der Hilde-Domin-Schule und ich habe eine Verstärkung geholt. Meine Kollegin, die Frau Kuschnitzki, wird sich auch kurz vorstellen. Ja, mein Name ist Friederike Kuschnitzki. Ich sollte eigentlich starten, aber dann war ich ganz unsicher, ob wir tatsächlich schon live sind oder nicht. Da habe ich mal ein So gesprochen und dann wieder aufgehört und dachte, na komisch, fühlt sich komisch an. Ja, mein Name ist Friederike Kuschnitzki. Ich bin schon ewig an dieser Schule, das heißt seit 1996. War da auch 10 Jahre lang Fachabteilungsleitung, bin jetzt viel fürs ZSL in der Lehrerfortbildung und Weiterbildung unterwegs, aber mit einem ganz festen Standbein noch in Herrenberg in der PIA-Ausbildung. Und Sie haben, denke ich jetzt gerade, wie Frau Deis-Jent geendet hat, quasi den Joker. Sie haben nicht nur eine Person, die Sie fragen können, sondern Sie haben tatsächlich uns beide im Live-Chat. Also nutzen Sie es gerne. Ich bin mehr für die PIA-Ausbildung zuständig, unterrichte da auch ausschließlich im Moment. Frau Weber wäre mehr die Expertin für die klassische Ausbildung, aber letztlich, Lea, kann man uns alles fragen und wir werden uns die Bälle dann auch gegenseitig zuspielen, so wie es passt. Genau, also wenn Sie Fragen haben, gerne in den Kommentaren schreiben, damit wir die auch beantworten können. Momentan ist noch keine Frage da, von daher würde ich jetzt einfach ein bisschen anfangen mit Dingen, die vielleicht interessant sein könnten für Sie noch. Und zwar ist eine ganz wichtige Frage immer für unsere Schülerinnen und Schüler, die das 1BK schon absolviert haben, ob sie denn jetzt in die klassische Ausbildung, wie wir sie nennen, also das 2BK sollen oder in die praxisintegrierte Ausbildung. Frau Kuschnitzki, was raten Sie denn den Schülerinnen und Schülern bei dieser Frage? Tatsächlich ist es eine spannende Frage. Wir machen es auch immer so oder öfter so, dass wir 2 PIA-Auszubildende in die 1BK bitten, damit sie einfach diese Fragen oder beantworten und auch eine Beratung anbieten. Wo liegt der große Unterschied? Ich würde sagen, wer sehr selbstdiszipliniert ist und gut selbstorganisiert arbeiten kann, und es nicht scheut, sozusagen auch mal längere Arbeitstage zu haben, der kann gut in die PIA-Ausbildung gehen. Der Unterschied ist, ich habe keine Schulferien, wo ich zum Beispiel mal eine längere Hausarbeit schreiben kann oder nachlernen kann oder mich erholen kann. Das wäre ja auch eine Option. Ja. Sondern ich muss eben diese 2 Tage Praxis plus meine 3 Schultage quasi durchs Jahr organisieren oder dann sind es halt mal nur Praxistage, wenn ich in den Ferien bin. Wer sozusagen mehr Erholungszeiten braucht oder eine engere Struktur, der ist sicherlich in der regulären Ausbildung besser aufgehoben. Das Niveau in der PIA von den Diskussionen ist tatsächlich oft höher, was daran liegt, dass wir, ich würde mal sagen, 2/3 der Auszubildenden haben Abitur, kommen mit einem Abitur zu uns. Das prägt natürlich die Art, wie gesprochen wird. Das setzt manchmal sehr junge Schülerinnen, die direkt aus dem 1BK kommen, unter Druck. Und dem Druck muss man dann erstmal standhalten und sagen, ja, ich kann da mit. Das gelingt vielen auch gut. Und für manche, wir hatten es jetzt gerade wieder in der Klasse, die hat dann nach 3 Wochen auch entschieden, nö,
ich wechsle lieber in die reguläre Ausbildung. Auch das ist so direkt am Anfang noch möglich. Was noch ein großer Unterschied ist, ist, in der PIA-Ausbildung sind die Klassen deutlich heterogener zusammengesetzt. In der regulären Ausbildung sind es schon überwiegend, sage ich mal, Menschen zwischen 17 und 25. In meiner jetzigen PIA-1-Klasse, also im ersten Ausbildungsjahr, haben wir Menschen zwischen 18 und 58. Das ist schon eine sehr große Streuung, was es sehr interessant macht, weil gerade die älteren Auszubildenden nochmal ganz andere Erfahrungen mit einbringen. Aber es erfordert auch sozusagen eine gewisse soziale Kompetenz und Bereitschaft, so miteinander tatsächlich auch eine Klassengemeinschaft zu gestalten. So vielleicht. Also ich glaube, das Arbeitspensum ist insgesamt ein höheres in der PIA. Dafür kriege ich auch ein reguläres Gehalt. Das ist ja schon auch ein Unterschied. Also ich muss sicherlich immer von einem 8-Stunden-Tag ausgehen, auch an Schultagen. Oder auch, dass ich mal nach meinem Praxistag noch was für die Schule machen muss. Das ist etwas entspannter in der regulären Ausbildung. Vielleicht kann ich noch zwei Sachen ergänzen, wo ich jetzt gerade so im Kopf habe, was die Schüler immer wieder fragen. Der eine Aspekt ist die Fachhochschulreife. Also wir bieten ja den Zusatzunterricht für die Fachhochschulreife an. Allerdings bieten wir den nur in der klassischen Ausbildung an, also im 2BK. Das ist vielleicht noch ein wichtiger Aspekt für manche. Und auch das Erasmus Plus Praktikum in Spanien, wenn man sagt, da hat man Interesse, auch mal noch ins Ausland zu gehen im Rahmen dieser Ausbildung. Das ist auch nur in dem klassischen Modell, also in der 2BK, möglich. Das sind auch noch immer so zwei Aspekte, wo Schüler dann oft nachfragen, wenn sie sich entscheiden. Ja. Genau. Jetzt habe ich schon gesehen, ein Kommentar kam rein. Kann man auch trotz Studium der sozialen Arbeit noch die Ausbildung in verkürzter Form machen? Also es gibt die Ausbildung quasi nicht in verkürzter Form, aber was eine Option vielleicht wäre, wäre die Schulfremdenprüfung für Sie. Für diese, also das quasi, man macht Prüfung zur Erzieherin, zum Erzieher an der Schule, ohne dass man vorher die 2 Jahre Schule besucht hat. Man kann da auch einen Kurs besuchen bei uns in der Schule zur Vorbereitung auf die Prüfung, sodass man dann auch nebenher noch arbeiten kann. Also wenn Sie da Interesse hätten, können Sie sich mal auf unserer Homepage näher informieren. Was dazu aber dann wichtig wäre, also das letzte Jahr, dieses Anerkennungsjahr, müssen Sie dann trotzdem noch machen. Weil das ist ja quasi das praktische Jahr. Ja. Genau. Wo kann man bei der Bewerbung den Praktikumsbescheid für das einjährige Berufskolleg einreichen? Genau, die Bewerbung geht immer zu uns an die Schule. Die ganzen Unterlagen gehen bei uns ins Sekretariat ein. Und da bringen Sie dann auch bitte den Praktikumsbescheid vorbei. Ganz wichtig, vielleicht in diesem Zusammenhang, also wenn Sie jetzt zuerst in das 1BK gehen, dann müssen Sie darauf achten, dass Sie eine Praktikumsstelle haben im Bereich 3- bis 6-Jährige. Also bei uns ist das so aufgeteilt, im 1BK sind alle in diesem Bereich. Das hat den Hintergrund, dass Sie auch Praxisaufgaben kriegen, Sie kriegen ja auch Praxisbesuche, wo Sie Bildungssituationen durchführen. Und diese Aufgaben sind so gestellt, dass die eben auf diese Altersgruppe passen. Deswegen müssen auch alle Schüler, die im 1BK sind, in diesen Altersbereich gehen. Was man vielleicht wirklich noch dazu sagen kann, nur online bewerben geht eben nicht. Diese Fragen kommen ja immer wieder, aber tatsächlich ist das noch ganz altmodisch mit Papier und beglaubigte Kopie des Zeugnisses und so weiter. Ja, da hilft es nichts, da müssen Sie entweder hin, also die Unterlagen hinschicken oder vorbeibringen. Genau. Also auch noch eine Ergänzung von der Frau Kuschnitzki hat gerade gesagt, man muss in der PIA damit rechnen, dass man wirklich einen 8-Stunden-Tag hat. Vorher kam mal die Frage, wie denn die Unterrichtszeiten insgesamt bei uns an der Schule sind. Also Sie müssen schon damit rechnen, dass Sie auch Nachmittagsunterricht haben. Also egal, für welche Schulart, welche Form Sie sich entscheiden. Oft sind dann gerade die praktischen Fächer nachmittags. Also
so dass sie schon damit rechnen müssen, dass sie auch mal bis 16, 17 Uhr Schule haben. Was vielleicht noch eine Ergänzung ist, wenn wir über die Unterschiede reden zwischen PIA und regulärer Ausbildung, eben Sie haben es vorher im Vortrag gehört, in der regulären Ausbildung haben Sie Blockpraktika, das heißt, Sie gehen wochenweise in die Praxis, was den Vorteil hat, dass man eben jeden Tag miterlebt und wann ist Sport und wann ist vielleicht Musik oder so und mehr am Stück auch Entwicklung von Kindern beobachten kann. In der praxisintegrierten Ausbildung haben Sie die Blöcke quasi in den Ferien, aber ansonsten sind Sie immer 2 Tage in der Woche in der Praxis und 3 Tage in der Schule. Was den Vorteil hat, dass wir ganz eng Theorie und Praxis miteinander verknüpfen können. Das heißt, immer das, was wir in der Theorie besprechen, da können Sie Beobachtungen dazu in der Praxis machen, gleich die Woche drauf. Sie kriegen auch entsprechend Aufträge, Dinge auszuprobieren, Dinge mit Ihrer Anleitung zu besprechen, sich aufnehmen zu lassen in Situationen und, was dann wieder zurück im Unterricht eingespeist wird und wir damit weiterarbeiten. Das ist vielleicht noch so. Also ich erlebe das im Moment als einen Vorteil, weil die Blockpraktika, die liegen dann und dann hat man wieder echt 2, 3 Monate Schule, wo die Verbindung nicht ganz so eng ist. Ja, das wäre noch so ein Unterschied. Genau, trotzdem kann man sagen, dass zum Beispiel in der klassischen Ausbildung, diese Theorie-Praxis-Verzahnung natürlich auch da ist, gell? Aber wie Sie ja gerade geschrieben haben, Frau Kuschnitzki, ist es nicht so eng, weil die Blöcke weiter auseinander liegen. Und man kriegt dann schon Praxisaufgaben für die Blöcke, die dann auch reflektiert werden und besprochen werden. Aber diese enge Verzahnung, die man in der Praxis integrierten hat, hat man in der 2BK nicht. Genau. Ja, was würden wir denn noch sagen als Werbeblock für unsere Schule? Warum Hilde-Domin? Frau Deisent hat ja vorher schon ein paar Sachen genannt. Also ich denke, was auf jeden Fall wirklich besonders ist an unserer Schule, ist wirklich auch, dass wir unsere Schülerinnen und Schüler sehr eng betreuen und begleiten in der Ausbildung. Das liegt uns wirklich sehr am Herzen und auch die regelmäßigen Gespräche, so, ja, dass man sich auch einfach persönlich weiterentwickeln kann und beruflich. Ja, also das würde ich wirklich gerne, ich habe heute einen Frosch im Hals, tut mir leid, wirklich gerne nochmal unterstreichen. An den letzten Infotagen hatten wir immer Schülerinnen live dabei, jetzt waren sie nur über die Zitate dabei und die konnte man gar nicht so schnell alle lesen, aber dass das auch wirklich die Rückmeldung ist von Auszubildenden, ja, dass diese enge Begleitung, diese vielen Gespräche, die wir miteinander führen, unser Leitbild nochmal bestätigen, dass wirklich Beziehung im Mittelpunkt steht und wir auch versuchen zu leben, die Erzieherin ist ein Beziehungsberuf und dass wir sozusagen modellhaft das auch in der Schule eigentlich miteinander leben wollen und viele Dinge, so wie im Klassenrat auch wirklich, soweit es einen schulischen Rahmen ermöglicht, eben auch partizipativ entscheiden. Ja, und gucken, was sind sinnvolle und gute Wege. Das finde ich schon auch nochmal so was, ja, eine Besonderheit unserer Schule, neben der wunderbaren Lage. Genau. Also manchmal sagen Schüler auch bei uns, sei es manchmal ein bisschen chaotisch. Ich würde das eher als spontan bezeichnen. Also das ist wirklich so, dass wir auch versuchen, auf die Interessen und Wünsche der Auszubildenden und unserer Schüler einzugehen. Und Sachen, ja, oder Ideen, die einbringen, auch zu ermöglichen. Und dadurch, ja, einfach durch unsere Spontanität in der Umsetzung finden es manchmal ein bisschen komisch. Aber es kommt daher, dass wir eben wirklich gucken, was wollen die Auszubildenden und die Schüler, was brauchen die? Und darauf dann auch reagieren und entsprechend gucken, dass wir die Schüler da, ja, begleiten. Genau. Gut. Wie ich sehe, gibt es keine weiteren Kommentare im Chat. Von daher würde ich sagen,
Wir beenden dann den Chat. Oder haben Sie noch was, Frau Kuschnitzki, wo Sie sagen, das wäre noch wichtige Informationen? Ich glaube nicht. Letztlich ist es tatsächlich so, Sie können uns, da läuft ja auch die E-Mail-Adresse, manchmal kommen die Fragen ja auch erst hinterher und wenn es dann konkreter wird und dann scheuen Sie sich nicht, E-Mails zu schreiben, wenn es um die PIA geht, eher an mich, wenn es um alle anderen Fragen geht, an Frau Weber und gegebenenfalls telefonieren wir dann auch, suchen das persönliche Gespräch, das hängt von Ihren Fragen ab. Und Sie haben jetzt zwei Gesichter dazu, das ist also dann nicht mehr so anonym, sondern Sie wissen, wer auf der anderen Seite sitzt. Und von daher würde ich sagen, können wir es vielleicht an der Stelle beschließen, wenn Sie nicht mehr aktuell was haben. Genau. Gut, dann bedanke ich mich bei Ihnen fürs Zuhören und Zuschauen. Ich hoffe sehr, dass Sie Interesse haben, diese Ausbildung jetzt an unserer Schule zu machen. Wir würden uns wirklich sehr freuen, Sie bei uns begrüßen zu dürfen im nächsten Schuljahr. Und vielleicht nochmal abschließend, wie Frau Deisien vorher auch schon gesagt hat, dieser Beruf der Erzieherin, des Erziehers ist wirklich ein Beruf, wo Sie nachher auch einen sicheren Arbeitsplatz haben. Also es ist auf jeden Fall eine gute Entscheidung, sich für diesen Beruf zu entscheiden. Dann wünsche ich Ihnen noch einen schönen Samstag, ein schönes Wochenende und dann hoffentlich bis bald. Genau. Tschüss. Tschüss.